Wir sind jetzt in Venedig angekommen und in diesem Video zeigen wir euch nicht nur die Stadt, sondern auch den wahrscheinlich besten Stellplatz oder Campingplatz, um die Stadt zu besuchen. Wir sind jetzt schon im Boot, Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Wir sind heute, wie ihr wahrscheinlich hinter mir schon erkennt, in Venedig und wir zeigen euch die schönsten Ecken hier. Also, kommt mit! Und wer sich die 90 Euro für so eine Gondelfahrt sparen möchte, der kann auch eine von diesen Wasserbussen, die man hier gerade so vorbeifahren sieht, nehmen. Kostet die Fahrt 7,50 Euro, kann man dann 75 Minuten für fahren und die fahren auch den ganzen Tag den Canale Grande hoch und runter. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, mit einer Gondel direkt über den Kanal zu schippern für 2 Euro. Das ist echt ein Schnäppchen. Auch wenn Venedig schon lange kein Geheimtipp mehr unter Touristen ist, gehört die auf 127 Inseln erbaute Stadt zu den Hauptattraktionen in Europa. Jährlich zählt Venedig mehr als 15 Millionen Besucher und ist damit noch vor Rom die Nummer 1 in Italien. Zur Zeit der Völkerwanderung dienten diese Inseln als Zufluchtsort. Damals hätten die ersten Bewohner wohl nicht geahnt, dass ausgerechnet dieses Fleckchen Erde zu einem Sehnsuchtsort vieler Reisender werden würde. Und wenn der Wasserpegel mal richtig hoch ist, dann bauen sie hier auch diese Stege auf. Besonders beliebt ist die Stadt bei Tagestouristen, die zu Hochzeiten fast 2/3 der Gesamttouristen ausmachen. Da diese zwar die Infrastruktur nutzen, jedoch nur verhältnismäßig wenig Geld in der Stadt ausgeben, wurde 2024 probeweise eine Art Eintrittsgebühr eingeführt. Pro Person beträgt diese 5 Euro. Kinder unter 14 haben freien Eintritt. Allerdings werden auch Besucher, die auf einem Campingplatz im Stadtgebiet untergebracht sind, von der Regelung ausgenommen, da diese bereits die Touristenabgabe bezahlen. Und hier vor mir seht ihr das verfluchte Haus. Also hier sind auf mysteriöse Weise schon mehrere Besitzer verstorben. Ein kleiner Zusatz, aber immer nur die Männer.
So, wir sind jetzt hier im äußeren Bereich. Vor uns liegt die Insel Giudecca. Und vor nicht allzu langer Zeit sind hier noch die Kreuzfahrtschiffe durchgefahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sieht, wie viel Wasser hier schon rüberschwappt, wenn bloß die kleinen Boote hier langfahren. Gibt es dann noch so einen Hinterausgang und da sind wir jetzt gerade von der Stadt wieder zurückgekommen. Gib mal einen Code ein und dann öffnet sich das Tor. Und der Platz ist auch für größere Mobile geeignet, also hier darf man auch so durchfahren und hat dann so eine Durchfahrtszone nur für sich. Hier ist die Rezeption, da kommt man rein, das ist auch durch Schranken gesichert und der ganze Platz ist auch videoüberwacht. Und die Personen an der Rezeption, die sprechen auch gutes Englisch und auch Deutsch. Der Campingplatz, der liegt hier ein bisschen in so einem Industriegebiet, aber ist wirklich super gelegen, weil man die Bushaltestelle innerhalb von 5 Minuten erreichen kann und dann fährt der Bus nur 10 Minuten und man ist mitten in Venedig. Die Plätze, die verfügen auch alle über einen Stromanschluss. Wasseranschluss ist leider nicht gegeben. Aber das ist dann bei der Fähr- und Entsorgung möglich. Unser Platz ist ein bisschen knapp bemessen. Wir passen mit 6 Metern gerade so rein. Martin hat auch wirklich bis zur Kante geparkt. Genau, aber dafür kostet es auch nur 32 Euro anstatt 35. Und noch eine kurze Zusatzinfo. Also hier vom Platz aus könnte man auch mit dem Rad bis nach Venedig fahren, also jetzt führt ein Radweg bis rein in die Stadt. Das Ding ist nur, in der Stadt selber darf man nicht mit dem Fahrrad fahren, man darf nicht mal das Fahrrad schieben, das kostet 100 Euro Strafe. Darum ist das, glaube ich, nicht so sinnvoll, darum lieber den Bus. Auch die Bustickets kriegt man hier direkt an der Rezeption. Und jetzt im Februar ist der Platz auch wirklich nur vielleicht ein Drittel gefüllt. Dadurch ist es hier auch recht ruhig. Hier vorne ist dann noch die Fähr- und Entsorgung. Hier unten sieht man das Grauwasser. Hier ist dann noch das Trinkwasser. Und hier hinten haben wir noch die WC-Entsorgung. Und den Müll. Ansonsten hat hier jeder Platz auch noch Strom. Hier geht es dann auch zu den Waschräumen und hier vorne kann man sein Geschirr abspülen. Dahinter ist gleich noch die Waschmaschine. Und dann geht es in einen beheizten Raum mit Duschen, WC. Und man kann sogar noch für 2,50 Euro pro Tag in die Sauna und in den Pool springen. Genau, das ist der Spülbereich. Und gleich nebenan gibt es dann auch noch Waschmaschinen. Und auf dem gesamten Gelände befinden sich hier noch so eine Mobilheime, die man auch anmieten kann. Und hier ist dann nochmal die andere Entleerungsstation. Und hier drüben gibt es dann auch noch ein Restaurant mit Pizza und Pasta, allen möglichen italienischen Köstlichkeiten, Kaffee. Und wenn man jetzt diesem Weg folgt, dann kommt man zu dem Tor und der führt dann zu der Bushaltestelle. Genau, da ist auch ein großes Schild. Nochmal mit den ganzen Informationen, dass man den Bus Nummer 5 oder Nummer 19 in die Stadt nehmen muss. Das sind auch nur 2 Stationen und dauert ungefähr 10 Minuten.
und der Bus fährt alle 15 Minuten in etwa. Ja, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal in Venedig wart und auf welchem Platz ihr da standet. Wir sind heute Morgen in Venedig losgefahren und machen uns jetzt auf den Weg nach Österreich. Wir haben im Vorhinein über die App die Maut gebucht für 10 Tage, falls wir es nicht in einem Rutsch durchschaffen. Genau, und am Ende seht ihr schon die schneebedeckten Berge. Rechts ist Kart. Da die neben dem LKW. So, wir sind jetzt mittlerweile in Österreich und hier liegt Schnee. Also wir sind im Winter angekommen. Wir stehen jetzt kurz vorm Ziel noch im Stau, aber die Aussicht ist schön. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Wir sind heute in Venedig, erkunden die Stadt, sind jetzt hier gleich anwesend. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abo. Bis bald!